Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Hier hinter mir seht ihr den neuen Polestar 4. Wie der Name schon sagt, ist das vierte Modell der Marke. Trotzdem reiht er sich einfach aufgrund der Größe zwischen Polestar 2 und dem Polestar 3 ein. Übrigens, ein Video zum Polestar 3 haben wir auch schon gemacht. Das findet ihr hier oben. In China ist das Modell bereits erhältlich und auch schon ausgeliefert worden. Wir in der Schweiz bzw. in Europa müssen uns noch ein bisschen gedulden. Der Verkauf startet nächste Woche und im August sollten die ersten ausgeliefert werden. Und das zu einem Preis von 62.900 Franken. Was ihr für diesen Preis auch bekommt, das zeige ich euch jetzt. Rein vom Design her orientiert sich der neue Polestar 4 am Polestar 3 und an der Studio Polestar Precept. Das merkt man vor allem hier dran, an dieser ganzen Lichtsignatur. Vorher war der Thor's Hammer, wie sie den so schön genannt haben, nämlich zusammen. Jetzt ist das Ganze getrennt und es gibt ein Dual Blade. Das zusammen mit diesen Linien, die praktisch symmetrisch verlaufen, gibt von gerade vorne nicht nur eine vertikale Symmetrie, sondern auch eine horizontale Symmetrie. Neu ist auch, dass das Logo in Wagenfarbe leicht beleuchtet ist, damit es sich ein bisschen mehr hervorhebt. Die Front hier vorne ist relativ niedrig gehalten und das unterstützt die Aerodynamik. Ebenso unterstützt wird die von der flächigen Verglasung der rahmenlosen Fenster, die bis hinten verlaufen. Natürlich gehört dazu auch versenkbare Türgriffe. Übrigens, der Teil hier unten kann optional auch in Wagenfarbe bestellt werden. Damit das Ganze mit dieser flächigen Verglasung bis hinten überhaupt funktioniert, hat Polestar bei diesem Modell auf eine Heckscheibe verzichten. Natürlich muss man irgendwie auch gleich hinaussehen. Hier in der Mitte hat es eine Kamera, die das Bild auf einen digitalen Rückspiegel projiziert. Wie das funktioniert und aussieht, das zeige ich euch dann später noch. Wenn wir aber schon mal hier hinten stehen, dann möchte ich natürlich auch mal hinten hinschauen. In diesem Kofferraum haben mit umgeklappter Rückbank 1536 Liter Platz. So wie er jetzt ist, sind es 526. Dazu kommt noch ein Frunk von 15 Liter. Jetzt möchte ich euch aber gerne erklären, was das Auto denn eigentlich auf der Straße kann. Da das Auto ja noch nicht mal richtig im Verkauf ist in Europa, gibt es deswegen auch nur vorläufige technische Daten. An denen wird sich aber wahrscheinlich nicht mehr viel ändern. Klar ist, das ist der schnellste Serie Polestar, den die Marke je entwickelt hat. In 3,8 Sekunden ist der knapp 2,2 Tonnen schwere SUV von 0 auf 100. Und das dank zwei permanent magnetischen Synchronmotoren, einer an Hinterachs und einer an Vorderachs. Zusammen haben die eine Leistung von 400 kW bzw. 544 PS und ein maximales Drehmoment von 686 Nm. Wie schon erwähnt, gibt es den Polestar 4 ab 62.900 Franken. Dann bekommt ihr aber nicht die Stärkversion, wie ich euch jetzt gerade erklärt habe, sondern es gibt die Single-Motor-Version mit nur einem Elektromotor an der Hinterachs. Dann hat das Auto eine Leistung von 200 kW bzw. 272 PS. Wer gleich die Starkversion will, muss mindestens 8'000 Franken drauf zahlen. Serienmässig sind es 20 Zöller, optional kann man 21 oder 22 Zöller haben. Beide Motorvarianten haben eine 100 kWh Batterie mit einem 400 Volt Bordnetz. Das heisst so viel wie die Single Motor Version kommt 610 km weit, Dual Motor Version 580 km. Geladen werden kann das Ganze mit Gleichstrom mit 200 kW. Mit Wechselstrom sind es 11 kW. Optional kann man dort aber auch mit 22 kW laden. Am DC-Schnelllader ist der Polestar 4 somit in 32 Minuten von 5 auf 80% geladen. So, jetzt haben wir genug Zahlendschungel. Ich werde jetzt mal schauen und nehme euch mit. Hier innen gilt das Gleiche wie außen. Schlichtes schwedisches Design. Es ist aufgeräumt, es ist hell, es ist offen, man hat überall Ablageflächen. Die Sitze dahinter sind elektrisch verstellbar, man kann sie hinten und vorne lassen. Es hat in der Mitte eine kleine Klimabedienung. Also alles, was man eigentlich braucht für längere Strecken. Und das ganze Raumgefühl ist nicht zuletzt dank dem Panoramadach, das sich bis hinten zieht über die Köpfe der Passagiere im Fond. Plus der ganze Aufbau macht das Ganze einfach heller und offen. Kopffreiheit, Beinfreiheit. Ich bin zwar eher ein kleiner Mensch, aber auch für grosse Personen ist das perfekt geeignet hier drin.
Als Fahrer blickt man auf ein 10,2 Zoll grosses Display mit allen wichtigen Fahrinformationen. Zusätzlich gibt es auch noch ein Head-Up-Display, serienmässig natürlich, versteht sich. In der Mitte haben wir ein 15,4 Zoll grosses Infotainment-Display. Das hat ein Android-Betriebssystem drauf und es ist mit Google entwickelt worden. Das heisst so viel, du hast alle Google-Apps, die du dir vorstellen kannst. Plus du hast natürlich drahtlose Smartphone-Verbindungen, Apple CarPlay, Android Auto, alles was man braucht. Etwas, was natürlich in der DNA von Volvo verankert ist, gehört einfach auch zu Polestar. Und das ist das Thema Sicherheit. An diesem Auto hat es 12 Kameras, 12 Ultraschallsensoren und ein Radar. Eine davon ist natürlich die, die wir gesehen haben im Heck vorher, wo das Bild hier auf den digitalen Rückspiegel überträgt. Das hat den Vorteil, dass der Winkel, der Sichtwinkel, viel grösser ist und man so eigentlich viel mehr hinaus sieht. Das andere ist natürlich auch, es wird nicht nur die Umgebung überwacht, sondern auch der Fahrer wird überwacht. Es hat hier in der Säule eine Kamera, die mich erkennt. Wenn ich jetzt zum Beispiel müde werde oder einfach abgelenkt bin, dann kann das Auto sogar im Notfall einen Nothalt anlegen. Natürlich hat es in diesem Auto auch alle möglichen Assistenten, die man sich vorstellen kann. Abstandstempomat, Spurhalteassistent, Totwinkelwarner, Verkehrszeichenerkennung und so weiter. Optional gibt es sogar einen Spurwechselassistent. Das Auto hier wäre eigentlich auch ready für das autonome Fahren auf Autobahnen. Natürlich, wie wir alle wissen, bis das mal eingeführt wird und bis das mal erlaubt ist, geht es noch ein Zeitchen. Aber wer weiß, vielleicht sitze ich ja das nächste Mal in einem selbstfahrenden Auto. Bleiben wir aber zuerst mal bei der Realität. Noch müssen wir die Autos selber fahren. Wir sind aber alle gespannt auf die Zukunft. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was ihr dazu meint. Würdet ihr euch den Polestar 4 kaufen? Was haltet ihr von der fehlenden Heckscheibe oder eben vom digitalen Rückspiegel? Schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da. Danke vielmals und tschüss zusammen.